Ach so, eine Kleinigkeit hätte ich fast vergessen. Auch wenn wir aus dem Schatten entkommen sind, hast du dich noch nicht zurückverwandelt. Woran mag das wohl liegen? Man sieht sich. Okay, wir sind aus dem Schatten entkommen, sind zu unserem alten Ort zurück und wir sind immer noch ein Wolf. Und was willst du jetzt machen? Dachtest du etwa, ich wäre weg? Eins muss ich dir noch sagen. Es bringt nichts, wenn du hier versuchst, den Helden zu spielen. Das Gebiet jenseits der Brücke ist bereits von Schatten überzogen. Und dort kommst du nur hinein, wenn ein Wesen der Finsternis sich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um die Schatten zu betreten. Wenn du deine Freunde also helfen willst, dann tust du besser, was ich dir sage. Verstanden? Ob wir erfolgreich sind, hängt ganz allein davon ab, ob du auch brav bist. Und denk nicht, dass ein paar nette Worte ausreichen, um mich zu überzeugen. Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild, das zu mir passt. Du weißt doch, was das heißt. Was willst du tun, während wir hier reden? Breiten sich die Schatten weiter aus? Also los, wir haben wirklich keine Zeit. So. Ah, toll. Du gehörst doch zu einem Obermotz hier, der meine Freunde entführt hat. Den mag ich gar nicht. So. Ach Gott. So weit ist es schon. Ey, das mag ich noch weniger. So. Schnappe ich mir ein Herz? Ach, und ein Rubin. So, warte. Diesen Fiesling hast du es ja ganz schön Saures gegeben. Bravo! Diese Typen haben den ganzen Wald verwüstet. Und das Dorf auch. Sogar die Kinder aus dem Dorf haben sie entführt. Aber du bist einer von den Guten. Das merkt man direkt. Schließlich gehst du genauso wie die Bäume von Ordon. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander. Du bist also nicht allein. Oh nein, was für ein Elend. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Vergebt eurem Vater, diesen törichten Taugenichts. Okay, ich weiß ja... So, Entschuldigung. Ich weiß ja zum Glück, wir sollten dieser Person nicht zu nahe kommen. Denn wir haben ihr in unserem vorherigen Part aus Versehen beigebracht, wie man mit Falken um sich wirft. Ach, du meinst den Schild? Psst, du bist viel zu laut. Okay. Jetzt ein bisschen sneaky. Dieser Schild ist doch noch bei dir zu Hause, oder? Ja klar, der muss irgendwo in der oberen Abstellkammer sein. Na dann, geh und bring ihn mir her. Mo ist ja verletzt, also werde ich mich auf der Suche nach den Kindern machen. Aber Mo haben sie erwischt, obwohl er ein Schwert hatte. Ohne Waffe hast du doch keine Chance. Keine Sorge, das Schwert, das wir der königlichen Familie als Geschenk überbringen wollen, ist noch in Mos Haus. Na gut, wenn du das sagst, Boro, also gut, ich hol dann jetzt den... Ein Monster, nichts wie weg! Na, wenn das mal nicht interessant ist. Hehe, was für eine Bande von Schwachköpfen. Also... Welchen Weg sollen wir nehmen?
Okay, ich muss mal überlegen, wie ich ihn da überraschen kann. Kann man hier vorne... Hey, was mit dir? Spazieren gehen bei Nacht ist echter Wahnsinn. Vielleicht kann ich ja heute wieder was Tolles finden. Löcher graben und Schätze finden ist für mich das Allergrößte. Mit dem Gespür muss man nur gründlich genug suchen und dann mitgraben. Da findet man immer was. So, ja, das ist mir klar. Na, muss ich mal schauen. Ein Monster! Wollt ihr etwa schon wieder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück! Ja, nimm das! Also hier der beste Beweis, der wirft mit Falken um sich. Ups. Ah, da habe ich ja Glück gehabt. So. Wie machen wir es dann am besten? Hey, was ist eine Miezekatze? Sag mal, bist du etwa von dem Falken angegriffen worden? Nee, der hat mich verfehlt. Entschuldige, der Mann, der dem Falken gerufen hat, das ist das Herrchen von mein Frauchen. Vielleicht kannst du dich von hinten anschleichen, um ihn zu erschrecken. Ey, das ist voll die Chiller-Cat, die ich hier synchronisiere. Ahaha! Chiller-Cat. Oh. Das können wir was machen. Also gut, von hier aus kletterst du am besten aufs Dach und überrasch den Alten. Von oben auf die Welt herabsehen, der wird sich noch wundern, was er davon hat. Gut. Überraschung! Na, der ging mal baden. So. So, und dann haben wir auch einen Zugang in das Haus gefunden. So, wo ist ein Schild? Schild. Da kann ich nicht hoch. Ah, aber mit Midna. Hey, das ist ja der Schild. Ja, der ist da oben. So. Und es ist nicht gerade fest an der Wand. Yay! So. Du erhältst den Ordensschild. Drücke ZL, um die zu verwenden. Er verbrennt, wenn du mit dem Feuer in Kontakt kommst. Sieht irgendwie billig aus. Also gut. Und jetzt das Schwert. Das findest du doch bestimmt schnell, oder? So. Wenn ich jetzt da hochgehe, komme ich raus? Ach ja. Das war kein guter Sprung. Ey, was war das jetzt? So, ich will jetzt... Bin ich jetzt zu doof zum Springen geworden? Okay. Oh, ich bin oben. Das ist gut. Okay. Was war das für ein Geräusch? Sind etwa die Kinder zurückgekommen? Ich sehe mich nochmal da draußen um. Geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert für den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Aber Mo, du bist doch verletzt. Muss mal ein bisschen Abstand gewinnen. So. Nanu? Ein Wolf in einer Vollmondnacht? Wie romantisch. Was verbirgt sich hinter diesen Erscheinungen? Jemand, der zurzeit nicht im Dorf ist? Da kommt man schon im Grübeln, oder? Du gefällst mir. Deine Augen verraten ein scharfes Gespür. Das Fell ist weich und flauschig. So muss ein Wolf sein. Ich kann dich auch auffressen. So, dann können wir...
hier die... Oh, verdammt. Falsche Taste schon wieder. Hier ins Haus. Ich bin voll für das Flauschigkeitsprinzip. So. Somit haben wir auch das Schwert. Du erhältst das Ordonschwert. Mo hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt. Wunderbar. Damit sind jetzt unsere Waffen komplett. Wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig zu etwas zu gebrauchen. So, damit endet unser kleiner Exkurs. Und jetzt führe ich dich in die faszinierende Welt der Schatten. Du solltest noch einmal in den Wald gehen, in dem du diese Gestalt verwandelt worden bist. So, da kommen wir ja wieder raus sogar. Das kann ich noch ein bisschen wühlen. Yay, ich würde mich über ein kleines Herzchen freuen. Ganz ehrlich gesagt. Klappt das hier? Oh, ja. So. Hey, verrückter Wolf ist hier. So, wenn man jetzt mit dem Gespür hier geht, ist erstmal nichts da. Okay. Dann geht's weiter. Ein Herzi. Ein Herzi, Herzi, Herz. So. Weiter geht's in den Wald zurück. Da. Ja. Geht's weiter halt. Warte. Komm zu meiner Quelle. Deine Erscheinung. Eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Wow. Hat uns reingelegt? Achtung. Ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Okay, heißt für uns, Gegner besiegen. Bin ich jetzt leicht verrückt? So, ja. So. Klappt auch irgendwie. Tapferer Jüngling. Ich bin Latoan, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule mit Licht erfüllen. Dieser Dämon, den ich gerade nicht den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Oh, das ist so ultra langsam. Da krieg ich mal Krise. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde.
Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützten, sind von den Schatten bedeckt worden. Wenn niemand diese Wesen aufhält, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die in den Schatten gefangen sind. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst. Die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, der verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Feron begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Okay. Dann heißt wohl jetzt erstmal hey ho, let's go. Pass auf, sieh es dir gut an. Der Wald von Feron, wie du ihn kennst, wurde mit Schatten überzogen, wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Naja, was soll ich sonst machen?